Herzlich willkommen zu Dein Verein SK Rapid Wien, liebe Zuschauer. An meiner Seite als Sky-Experte, auch in schweren Zeiten von Rapid, Michael Konsel. Servus. Servus. Ja, es ist verdammt schwierig, positiv reinzustarten in die heutige Ausgabe von Dein Verein Rapid. Das ist klar, nach einem 0:3 in Hartberg auf Platz 9 abgerutscht, 3 Punkte vor dem Tabellenletzten. Wo liegt das Problem, deiner Meinung nach? Wenn ich das wüsste. Ja, zuerst einmal muss man schon sagen, es war eine verdiente Niederlage. Hartberg hat viel mehr Leidenschaft gezeigt, viel mehr Entschlossenheit. Und das hat alles komischerweise gefehlt bei Rapid, was eigentlich normal sein sollte, dass man doch etwas Spielfreude an den Tag legt und Einsatz zeigt. Und irgendwie hat das alles gefehlt an dem Tag. Warum auch immer, das kann am besten nur derjenige sagen, der mit den Spielern arbeitet. Und es waren sich aber alle, auch die Spieler, gar nicht sicher, warum und woran es gelegen ist. Teilweise sehr starke Selbstkritik mit Spielfreude und Einsatz, das hat alles gefehlt. Aber warum das so ist, wenn man für Rapid spielt und wenn man als Profi ein wichtiges Spiel bestreitet, das ist zu hinterfragen. Die Mannschaft hatte eine Pause davor, natürlich auch der Gegner, aber in dieser Pause ist vielleicht viel trainiert worden, vielleicht sogar zu viel? Der Trainer hat es, glaube ich, beantwortet. Ist schon lange genug im Geschäft und weiß genau, wie er dosieren muss. Wir sehen nur das, was dann letztendlich am Platz passiert. Da war die Mannschaft, wie gesagt, weit weg von dem, dass sie dieses Spiel gewinnen können. Bevor wir weiterreden, noch einmal die Bilder zu dieser Pleite in Hartberg, kommentiert von Philipp Paternina. Volksfeststimmung in Hartberg vor 5000 begeisterten Zusehern gelingt dem Aufsteiger beim ersten Bundesliga-Duell in der Geschichte des österreichischen Fußballs gegen Rapid einfach alles. Die 9. Minute, Florian Zitzam, sein erstes Bundesliga-Tor, das 1:0 für Hartberg. Schöner Pass von Flecker und Zitzam vollstreckt. Und weiter gelingt den Oststeirern einfach alles an diesem Tag. Das 2:0 in der 17. Minute, Dario Tadic, kleiner Schönheitsfehler. Tadic war beim Pass von Lubic ganz knapp im Abseits. Die Hartberger spielen sich in einen Rausch. Didi Kübauer diesmal lässt seine Mannschaft etwas im Stich. Und Brigitte Annerl, die Präsidentin der Hartberger, kann ihr Glück kaum fassen. Die zweite Hälfte, und auch da gelingt Hartberg einiges. Und zwar ein weiteres Tor zum Beispiel in der 65. Minute. Sanogo, eben erst eingewechselt, sieht Florian Flecker. Und der macht das 3:0. Sanogo war erst 25 Sekunden zu diesem Zeitpunkt auf dem Feld. Toller Pass, schönes Tor, die Entscheidung. Hartberg gewinnt sensationell, hoch und verdient mit 3:0 und überholt mit diesem Erfolg sogar auch noch Rapid in der Tabelle. 0:2 hinten zu liegen nach relativ rascher Zeit ist natürlich die eine Seite. Die andere Seite ist darauf zu reagieren. Wo ist das Aufbäumen geblieben? Ja, wir haben es schon gesagt, also nicht nur von Beginn an nicht gut in das Spiel gefunden, sondern es hat auch dieses sogenannte na jetzt erst recht oder dieser Wille, einfach das Spiel zu drehen, das hat komplett gefehlt. Wir sind alle auf der Suche auf den Warum und Wieso. Die Spieler haben es versucht, selbst zu erklären. Irgendeine gewisse Müdigkeit im Kopf, nicht richtig zur richtigen Zeit die Form am Punkt gebracht. Ja, es gibt wahrscheinlich viele Gründe, warum das im Moment so läuft. Und dann hören wir rein, was die Spieler tatsächlich gesagt haben. Und auch der Trainer war natürlich bitter enttäuscht. Das ist einfach eine riesige Enttäuschung, wie wir heute auftreten sind. Hier darfst haben wir uns vorgenommen, auf jeden Fall 3 Punkte holen. Das muss für Rapid das Ziel sein und dann mit 3:0 untergehen. Ja, fehlen mir gerade die Worte einfach. War eine klare Niederlage von uns, absolut verdient.
Ich verstehe einfach nicht, warum wir da komplett ohne Begeisterung auftreten. Nicht den Spaß oder die Lust auf Fußball haben. Stellen uns defensiv nicht gut an. Und offensiv ist das generell seit Wochen zu wenig. Wir haben in 12 Spielen 10 Tore geschossen. Und wenn das dann kein Miteinander ist, dann geht so eine Partie so aus. Und das ist absolut, das kann man nicht am Platz bringen. Wenn man keine Zweikampf bestreitet, Fehler macht, dann hat man es auch nicht verdient, in Hartberg zu gewinnen. Und unser Ziel war es zu gewinnen, aber Hartberg hat absolut verdient gewonnen. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber wie wäre dieses Spiel ohne einen starken Strebinger ausgegangen? Ja, das interessiert mich gar nicht. Ich muss schauen, dass ich Bälle halte. Jeder hat seine Aufgaben in der Mannschaft und wir müssen schauen, dass jeder die Aufgaben erfüllt. Viele meinen, Richard Strebinger, einer der wenigen, auf die man sich derzeit bei Rapid verlassen kann. Du bist natürlich ein absoluter Experte, was seine Leistungen betrifft. Hast du bei ihm auch Fehler geortet? Fehler hin oder her. Man hat das Spiel verloren. Klar ist er beim ersten Tor nicht unbeteiligt. Ja. Aber ansonsten hat er dafür wieder einige Bälle gut gehalten. Aber wichtig ist, glaube ich, so wie es der Schwab gesagt hat, das Miteinander. Und er hat so angedeutet, wie wenn das nicht funktioniert. Ich glaube, man hat sich doch jetzt viel mehr erwartet, generell, als Fan, als Zuschauer, als Analytiker natürlich. Es wird derzeit nicht umgesetzt. Die Mannschaft muss einfach zusammenrücken, egal wie. Wir haben uns gedacht, mit dem Trainerwechsel passiert das sofort. Ist die Wirkung jetzt verpufft von diesem Trainerwechsel? Ich glaube nicht. Dazu ist er auch viel zu kurz noch da. Aber jeder Einzelne, so wie Sie es auch sagen, muss sich bei der Nase nehmen. Aber das muss man auch nicht nur sagen, sondern auch umsetzen. Da muss man auch einmal sehen, dass da in die Zweikämpfe gegangen wird. Und das muss man auf jeden Fall sehen, dass jeder Einzelne will. Und das hat man in Hartberg eigentlich nicht gesehen. Auch der Geschäftsführer Sport hat nach dem Spiel deutliche Worte gefunden. Ja, ich denke, es war irgendwie wieder typisch für uns. Alle haben gemeint, ja, jetzt der Trainerwechsel und alles ist wieder gut. Aber er alleine wird es auch nicht richten können. Da müssen alle mithelfen, insbesondere auch die Mannschaft. Es braucht dann halt von ihnen schon auch etwas mehr, etwas Besonderes, um wirklich aus diesem Teufelskreis, aus dieser Krise zu kommen. Das heißt, der Trainer ist mal raus. Die Mannschaft ist gefordert. Interpretiere ich Sie da richtig? Die Mannschaft ist gefordert, wir alle sind gefordert. Und nochmals, es ist nicht so, dass wir uns in Sicherheit wiegen dürfen und einfach denken, ja, den Trainer haben wir jetzt weg, jetzt ist ein Neuer da. Auch er braucht unsere Unterstützung, auch wir müssen ihm helfen. Und da ist vor allem auch die Mannschaft gefordert, ist ganz klar. Ja, hat die Mannschaft auch die Qualität, dass sie sich da selber wieder rauszieht? An und für sich schon. Man hat ja immer wieder so Spiele gesehen, wo man einfach bemerkt hat, dass da schon Möglichkeiten da sind und Qualität da ist. Zumindest der Kampfgeist muss zurück und das ist schon einmal, glaube ich, das Wichtigste. Da ist schon viel getan. Wir wissen es nicht. Wir sehen nur, was passiert, warum das so ist, dass man nicht alles gibt, dass man sich nicht hundertprozentig einsetzt, mit sehr viel Leidenschaft auftritt. Das war immer so das Markenzeichen von Rapid, dass man einfach kämpft und rackert, wenn es auch einmal nicht so funktioniert, spielerisch. Und da findet man, glaube ich, noch am ehesten zurück. Also über diesen Kampfgeist, über diesen Siegeswillen und die Leidenschaft kommt das Spielerische auch wieder. Aber das muss jetzt einmal wieder in die Köpfe rein, dass man da jetzt einfach jeder mehr geben muss. Markenzeichen ist ein gutes Stichwort, Michi. Definitiv zwei Markenzeichen aus der Vergangenheit bei Rapid waren Antonín Paneka und Heribert Weber. Und die beiden waren vor kurzem bei einem Event im Allianzstadion wieder zu Gast. Es ging aber eigentlich nicht um die Vergangenheit, sondern eher um die Zukunft. Der SK Rapid lädt zum sogenannten Doppelpass ins Allianzstadion. Ein Event, bei dem das Netzwerken, aber auch die Zukunft im Vordergrund stehen. Matthias Hawks ist Trend- und Zukunftsforscher und erklärt die Verbindung zum Fußball. Fußball symbolisiert das, wie auch wirklich Zukunft entsteht, nämlich immer in einem Mischungsverhältnis aus Können, Vorbereitung, Wollen und letztendlich immer eine Prise Zufall. Wenn das nicht so wäre, dann wäre es ja ein Roboterspiel. An diesem Abend sind auch lebende Legenden wie Antonín Paneka und Heribert Weber geladen. Da ist klar, dass nicht nur über die Zukunft, sondern auch über die Vergangenheit gesprochen wird.
Ja, natürlich ist immer die Zukunft wichtiger, aber es ist auch sehr schön, wenn ein Verein eine glorreiche Vergangenheit hat. Und Rapid kann natürlich sehr viel Erfolg in der Vergangenheit aufweisen. Das hat man auch heute wieder eindrucksvoll bewiesen, dass dieser Verein sehr viel geleistet hat, ein großartiger Traditionsverein ist. Tradition wird bei Rapid eben großgeschrieben. Und an vergangene Erfolge denkt auch Panenka gerne zurück. Wir haben zweimal Meister, dreimal Pokalsieger. Ich glaube, einmal erste Hallenmeister auch mit Rapid. Und Europapokalfinale, wir haben gespielt. Und das war für mich sehr erfolgreich, weil ich spielte vorher bei Bohemians Prag, 23 Jahre, und wir waren niemals Meister, wir waren niemals Pokalsieger, und ich war in Wien sehr zufrieden. Zufrieden sind am Ende des Tages auch die Gäste, denn die beiden Rapid-Urgesteine finden noch Zeit für Autogramme und Fotos. Ja, und wer war beim Schusstraining von Antonin Panenka immer sein Gegenüber oder sehr oft? Michael Konsel, ja, hast du viel gelernt? Wir haben stundenlang trainiert. Er seine Freistöße. Freistoß war beim Panenka wie ein Elfmeter. Richtig. Ich habe dadurch irrsinnig profitiert und es hat mir riesen Spaß gemacht. Am Donnerstag, um wieder in die Gegenwart zurückzukehren, spielt Rapid auswärts in der Europa League bei Villarreal und dann am Sonntag zu Hause gegen die Admira. Welches Spiel ist wichtiger aus deiner Sicht? Ja, es geht munter weiter. Es gibt jetzt kein Zurücklehnen, jetzt Farbe bekennen. Und es sind beide Spiele ganz natürlich wichtig. Meisterschaft ist momentan, glaube ich, vorrangig. Aber man darf sich jetzt international auch nicht wirklich hängen lassen. Die Admira ist noch weiter hinten im Vergleich zu Rapid. Muss man da wieder mal das berühmte Wort Pflichtsieg in den Mund nehmen? Ja, man spielt zu Hause, man sollte das auch nutzen, um da wieder alles gut zu machen. Ja, man muss einfach den Willen sehen, einfach, dass man dieses Spiel unbedingt gewinnen muss. Und Pflichtsieg, man hat auch gesagt, gegen Hartberg, man muss unbedingt gewinnen, ist nach hinten losgegangen. Und es ist vorbei, eigentlich Ausreden zu finden, auch wenn man es einsieht und immer wieder sagt, aber man muss es jetzt am Platz beweisen und zeigen. Das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön, Michael Konsel, für deine Expertisen. Das war dein Verein SK Rapid Wien. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.